Hallo und herzlich willkommen zu Kapitel 3. Im letzten Kapitel konnten Sie bereits erste Erfahrungen mit der Entwicklungsumgebung von Processing sammeln und Sie haben auch schon einfache geometrische Objekte im Processing gezeichnet. In diesem Kapitel lernen Sie jetzt Variablen kennen und wie Sie die starren geometrischen Formen ein bisschen ein Leben einhauchen können. Denken Sie nochmal zurück an das Beispiel von Max im ersten Kapitel. Genau genommen haben Sie nämlich dort schon die Funktionsweise einer Variable kennengelernt. Max war auf der Suche nach der ältesten Person im Raum und hat immer den maximalen bisher abgefragten Alterswert notiert. Und diesen hat er dann mit dem Alter anderer und weiterer Personen verglichen und ihn gegebenenfalls durch einen höheren Wert ersetzt. Durch dieses Abfragen, Speichern und Ersetzen hat er eigentlich auch schon eine Variable für das maximale Alter verwendet. Aber was genau hinter dem Begriff Variable steckt und wie wir ihn in der Programmierung verwenden können, erfahren Sie jetzt im Laufe des Videos. Schauen wir uns zuerst einmal anhand eines kleinen Beispiels an, wie man Variablen praktisch in einem Programm umsetzen kann. Dazu habe ich hier schon ein Programm vorbereitet und dieses Programm macht im Prinzip nichts anderes, außer dass es einen Pac-Man zeichnet. Und hier sieht man jetzt auch schon einen wunderbaren Pac-Man, der leicht nach unten geneigt hinunterschaut. Aber wenn man den jetzt an der Position im Sketch-Fenster ein bisschen verschieben möchte, muss man ein paar Anpassungen im Programm vornehmen. Die dafür verantwortliche Zeile ist diese hier, nämlich Nummer 12. Hier wird ein Pac-Man sozusagen gezeichnet. Aber wenn man jetzt nicht mehr genau weiß, weil das vielleicht schon ein paar Wochen her ist, was Sie da programmiert haben, was dieses Arc eigentlich bedeutet, können Sie jederzeit online auch in der Manual, also in der Gebrauchsanweisung, wie man jetzt richtig die Anweisungen verwendet, nachschauen. Dazu können Sie einfach auf processing.org gehen und hier unter Reference das Ganze aufrufen. Und Sie sehen jetzt hier eine ganze Reihe an verschiedenen Anweisungen, die eben ausgeführt werden können. Und hier haben wir auch die Möglichkeit, die Anweisung Arc, die wir eben brauchen, um den Pac-Man irgendwie zu positionieren, genau anschauen zu können. Wenn wir das jetzt machen, dann sehen wir hier die Syntax von dem Ganzen. Und hier ist eben der Befehl Arc mit den unterschiedlichen Parametern. Wir sehen jetzt hier den Parameter A und den Parameter B. Das sind die Koordinaten, wo die Ellipse eben gezeichnet wird. Wenn wir jetzt im Programm also die Koordinate A und B verändern, zum Beispiel auf 200 und 200, dann wird hier jetzt die X-Koordinate verändert und hier die Y-Koordinate verändert. Jetzt gehen wir auf Zeichnen. Und man sieht gleich, der Pac-Man ist ein bisschen hinaufgerutscht. Allerdings, und das ist recht schlecht, hat er sein Auge verloren. Und man sieht aber auch, dass jeder Wert einzeln angepasst werden muss. Und je mehr zusammenhängende Formen man hat, umso mühsamer wird das Ganze. Und das ist unpraktisch und hat schon Programmierer vor uns beschäftigt. Und um das zu vereinfachen, gibt es einen Weg, wie man diese verschiedenen Werte auf einmal oder zumindest gruppiert anpassen kann. Und das werden wir uns auch jetzt in späterer Folge gleich anschauen. Aber die Lösung dafür sind eben diese sogenannten Variablen. Und Variablen sind benannte Speicherzellen, die einen Wert enthalten. Und Variablen können verschiedene Arten von Informationen als Wert enthalten. Dieser Wert kann ausgelesen oder verändert werden, daher kommt auch der Name Variable. Bevor eine Variable in einem Programm verwendet werden kann, muss man dem Computer sagen, welche Art von Information diese Variable später mal enthalten wird. Und dieser Vorgang wird als Deklarieren oder im Englischen Declare bezeichnet. Der Wortursprung kommt übrigens vom lateinischen Wort declare und heißt bekannt machen. Und das machen wir jetzt auch. Wir stellen dem Computer die Variable mit ihrem Namen und ihrer Art zur speichernden Information einfach mal vor. Deklarieren wir also eine Variable, die eine ganzzahlige Größe eines Pac-Man speichert. Dazu gehen wir hier einfach hin, bevor der Pac-Man gespeichert wird, und deklarieren mit int Pac-Man size einfach mal eine Größe. Wie Sie sehen, besteht eine Deklaration aus zwei Teilen. Auf der rechten Seite, in dem Fall Pac-Man Size, steht der Variablenname. Für Variablennamen können Sie beliebige Wörter verwenden, mit ein paar kleinen Ausnahmen, auf die ich später noch zu sprechen komme. Und auf der linken Seite steht der Datentyp. Der Datentyp, also welche Art von Information die Variable speichert. Das Wort int steht hier in diesem Fall für einen bestimmten Datentyp, nämlich Integer. Integer ist die englische Bezeichnung für ganzzahlig, also einer beliebigen ganzen Zahl. Int ist im Processing ein sogenanntes reserviertes Wort. Und das heißt,
und jetzt komme ich nochmal auf die Ausnahme von vorhin zu sprechen, dieses Wort dürfen Sie nicht als Variablennamen verwenden. Wir können es aber dennoch gleich einmal probieren und hier statt int Pacman Size einfach einmal int int schreiben. Man sieht, Processing gibt auch sofort einen Fehler aus. Löschen wir das also wieder und stellen es auf den ursprünglichen Zustand zurück. Mit int und dem darauf folgenden Namen, in unserem Fall Pacman Size, geben wir dem Computer die Anweisung, eine Variable zu deklarieren. Und jetzt kommt wieder hier dieser linke Teil ins Spiel. Es soll nämlich in dieser Variable nur ganzzahlige Zahlenwerte gespeichert werden können. Diese Variable sprechen wir hier mit dem Variablennamen Pacman Size an. Wann immer wir jetzt Pacman Size schreiben, weiß der Computer, dass wir diese eine Variable meinen. Das bedeutet aber auch, dass diese Variable eindeutig sein muss, damit der Computer nicht verwirrt ist. Wir können also keine zweite Variable mit demselben Namen, in dem Fall jetzt Pacman Size, deklarieren. Um die Anweisung abzuschließen, kommt am Ende hier auch noch ein Strichpunkt, den haben wir bereits gesetzt. Statt Pacman Size kann, wie erwähnt, fast jeder x-beliebige Name gewählt werden. Wir können also auch hier einfach Franz oder Sissi oder was auch immer schreiben. Es gibt aber doch noch ein paar Regeln, die wir beachten müssen. Variablennamen beginnen nämlich immer mit Buchstaben und sie können nur Buchstaben, Unterstriche und Ziffern beinhalten. Also Franz 01 wäre möglich oder Franz 1 oder Franz Unterstrich 1 und so weiter. So kann sichergestellt werden, dass der Computer Variablen problemlos auch als solche erkennt, dass das eben auch eine Variable ist. Und es empfiehlt sich weiters, einen Variablennamen auszuwählen, der ein bisschen das beschreibt, was die Variable eigentlich für eine Bedeutung hat. Also mit Franz 1 werden wir wahrscheinlich ein bisschen unglücklich werden. Deshalb gehen wir wieder zurück zu unserer Pacman Size. Das hat nämlich den Vorteil, dass das Programm für uns Menschen leichter lesbarer wird und wir auch wissen, was mit Pacman Size eigentlich gemeint ist. Außerdem dürfen keine reservierten Wörter verwendet werden. Eine Liste von reservierten Wörtern steht im Kurs zur Verfügung. Falls Sie aus Versehen aber ein reserviertes Wort erwischen, dann markiert Ihnen das Processing rot. Das heißt, Sie können davon ausgehen, dass Sie ein reserviertes Wort erwischt haben, wenn jetzt zum Beispiel unten Error on Double steht oder halt eine Fehlermeldung ausgegeben wird. Also wieder zurück zu unserer Pacman Size. Auch Umlaute und deutsche Sonderzeichen, wie zum Beispiel ein scharfes S, sollten vermieden werden. Also Pacman Größe wäre hier das Negativbeispiel Nummer 1, weil das immer wieder Probleme mit der internen Verarbeitung des Programmes verursachen kann. Wenn man also Umlaute schreibt, dann mit ÖE oder die alte Schreibweise für das scharfe S mit SZ.